Herzlich willkommen. Bei unserem Vortrag heute geht es um das Thema Service Meshes und auch vor allem um die Frage, welche Implementierung man nutzt, ob man Istio oder Linkerd nimmt, was die bekanntesten Vertreter sind, oder ob man vielleicht überhaupt gar kein Service Mesh braucht. Wir wollen uns kurz vorstellen. Mein Name ist Hanna Prinz. Ich bin Consultant bei InnoQ. Und ich mache vor allem Software Engineering, also ich bin Entwicklerin, aber ich beschäftige mich vor allem auch mit den Themen rund um DevOps, Kubernetes und auch Service Mesh. Genau, und mein Name ist Siebert Wolf, ich bin Fellow bei der InnoQ. Ich kümmere mich um solche Themen wie Architektur, auch DevOps und eigentlich so um den Bereich, wo es halt um Business-Technologie und Software-Architektur geht, wo also diese Sachen alle zusammengehören. Und starten wollen wir mit dem Thema, was ist denn eigentlich ein Service Mesh? Genau, weil die erste sinnvolle Frage ist, welche Probleme löst das überhaupt, ne? Also, oder ist das vielleicht nur so eine nette neue Technologie? Genau, wenn man sich anschaut, wie viele Systeme heute gebaut sind, sind das vor allem verteilte Systeme. Das heißt, es gibt ein Netzwerk, über das verschiedene Services miteinander kommunizieren. Und wenn man so eine Netzwerkkommunikation hat, dann braucht man sehr viele Dinge, die diese Services meistens übernehmen oder auch andere Dienste. Das ist zum Beispiel sowas wie Routing und Service Discovery, ne? Also die Anfrage muss wissen, wo sie hingeleitet werden soll. Immer wenn man mit einem anderen Service übers Netzwerk kommuniziert, muss man auch entscheiden, wie lange man warten möchte und wie oft man das vielleicht neu versuchen möchte. Dann gibt es so Funktionen wie Circuit Breaking, auf das wir später noch zurückkommen. Ein ganz wichtiges Thema ist auch Verschlüsselung, weil potenziell auch Angreifer diese Netzwerkkommunikation nutzen können. Dann gibt es auch in dem Themenbereich Security die Authentication und Authorization, also herauszufinden, mit wem rede ich überhaupt und den Zugriff auch entsprechend zu beschränken. Man möchte, wenn man ein verteiltes System hat, auch viel darüber wissen als zum Beispiel Operator, also als Entwicklungsteam oder als DevOps-Person in dem Projekt. Man möchte wissen, was da passiert. Das heißt, man braucht irgendwelche Metriken von den Services und auch Logs, um herauszufinden, was vielleicht funktioniert und was vielleicht nicht funktioniert. Und da kommt halt das Service Mesh ins Spiel, wenn man sich diese Netzwerkkommunikation anschaut. Und ich will zuerst mal klären, was ein Service Mesh überhaupt ist, aus architektonischer Sicht. Wir haben, wie sonst auch, haben wir einen Layer, wo die Services drin leben, der Application Layer. Aber anstatt dass die Services direkt miteinander kommunizieren, schalten wir einen Proxy dazwischen, und zwar auf beiden Seiten. Also wir haben die Kommunikation, die sonst über das Netzwerk direkt gehen würde, geht jetzt in jedem Fall über beide Proxys. Zusammen werden diese Proxys als Data Plane bezeichnet. Das ist halt ein Begriff, den man auch öfter findet in diesen DevOps-Tools. Und angeschlossen an diese Data Plane ist eine weitere Ebene. Das ist die Control Plane. Die Control Plane kennt alle Elemente der Data Plane, also alle Proxys, und kann Konfiguration darauf verteilen. Also kann zum Beispiel Timeout-Konfiguration aktualisieren. Die Proxys wiederum, die kennen die Control Plane und können ihr Metriken schicken. Das heißt, die Proxys sehen, okay, ich habe hier 90% der Anfragen, die ich in den letzten 10 Minuten gesehen habe, habe ich mit einer 200 beantwortet, zum Beispiel. Und dann gibt es noch einen weiteren Layer, und zwar könnte man den als Infrastruktur-Layer bezeichnen. Da sind dann halt sowas drin wie die Kubernetes-API, mit der die Control Plane auch kommuniziert und neue Services zum Beispiel zu entdecken, oder auch andere Infrastruktur-Services wie Monitoring-Systeme. Genau, das ist ein Service Mesh aus architektonischer Sicht, und weiter geht's mit den Implementierungen, die es gibt. Genau, und da gibt es halt mittlerweile eine ganze Menge. Das ist ein relativ umfänglicher Markt. Und wir haben uns rausgesucht, Istio und Linkerd, das sind so ein bisschen die großen Player und die zeigen halt auch gleich ein paar deutlich unterschiedliche Trade-offs an der Stelle. Also auf der einen Seite ist es so, dass hinter Istio die Unternehmen Google, IBM und Lyft stecken. Und bei Linkerd ist es ein Unternehmen, das
Services rund um Linkerd verkauft, also bei dem Linkerd tatsächlich ein Produkt ist. Bei Istio ist es eben eher so, dass es ein gemeinsames Open-Source-Projekt ist und dass diese Unternehmen das in ihrer eigenen Infrastruktur oder als Teil zum Beispiel von der Google Cloud selber benutzen. Dann ist der Trade-off bei den Features unterschiedlich. Istio hat halt sehr viele Features, ist sehr stark konfigurierbar. Linkerd auf der anderen Seite ist eher optimiert für Benutzbarkeit und Performance, also eher nicht so viele Feature, aber dafür eben besonders einfach benutzbar und besonders schnell. Istio benutzt den Envoy-Proxy, der kommt auch aus dem Lyft-Umfeld, während Linkerd einen eigenen Proxy hat, den sie selber geschrieben haben. Und bei Istio kommt mit einem eigenen Ingress. Ingress ist in einem Kubernetes-System das, wo der eingehende Traffic mitverarbeitet wird. Und dort ist so ein eigenes System, während Linkerd dort das Kubernetes-Konzept einfach weiterverwendet. Und weil wir gerade über Kubernetes sprechen, Istio ist optimiert für Kubernetes, kann aber erweitert werden. Auf der anderen Seite Linkerd ist eigentlich etwas, was nur auf Kubernetes abzielt und eben eigentlich nur auf dieser Plattform vernünftig funktioniert. So, aber das sind bei weitem nicht alle, sondern da gibt es halt noch viele, viele weitere Implementierungen, wie Hanna jetzt erzählen wird. Also die bekanntesten und könnte auch sagen, die beliebtesten sind Linkerd und Istio. Die sind auch am längsten auf dem Markt seit etwa 2017, also auch schon für so für dieses ganze Cloud-Umfeld schon eine ganze Ewigkeit. Später dazu kamen Consul und AWS App Mesh. Consul ist natürlich älter, aber die haben sich dann entschieden, dass sie sich auch als Service Mesh bezeichnen und haben auch entsprechende Features nachgerüstet. Das App Mesh von AWS ist, wie man sich vielleicht denken kann, integriert in die AWS-Landschaft, also mit anderen Services, Monitoring-Diensten zum Beispiel von AWS auch integriert. Ist allerdings auch das einzige Service Mesh, was nicht Open Source ist. Genau, also sowohl Istio, Linkerd, Consul als auch die weiteren sind alle Open Source. Zum Beispiel auch Traffic und Kuma. Traffic kennen viele auch als API-Gateway oder Edge-Proxy, ne? Also als eine Anwendung, die eingehenden Traffic, diesen Ingress-Traffic verwaltet. Und Kuma ist von dem Team hinter Kong, also es ist auch hat einen ähnlichen Hintergrund. Und die Produkte sind natürlich entsprechend gut integriert mit Traffic, Ingress-Controller und Kong. Ganz neu oder relativ neu sind das Open Service Mesh. Das kommt von Microsoft. Ist noch relativ jung. Genau, aber da kann man gespannt sein, was da kommt. Und dann gibt es auch noch sehr neu das Nginx Service Mesh von dem Team von Nginx. Es gibt noch eine weitere Technologie oder ein Tool, was oft erwähnt wird. Das ist das Service Mesh Interface. Das ist eine API-Spezifikation, die versucht, diese ganzen Features, die wir vorhin schon angerissen haben, hinter einer API abzubilden, sodass, wenn man zum Beispiel sein Service Mesh austauschen möchte oder auch wenn man ein Dashboard zum Beispiel bauen möchte, kann man halt die Implementierung hinter diesen Service Mesh Features, die man dafür braucht, austauschen. Das ist die Idee von dem Service Mesh Interface. Die kommt auch von einem Team, wo auch Microsoft beteiligt war. Und wird auch von den allermeisten Service Meshes zumindest zu einem Teil unterstützt. Weil das eine sehr große Landschaft ist, haben Eberhard, ich und Kolleginnen und Kollegen die Seite servicemesh.es ins Leben gerufen. Da kann man eine sehr große Tabelle finden, wo sehr viele Kriterien unterschieden werden von diesen Service Mesh-Produkten. Das heißt, wenn man eine konkrete Frage hat, ist das vielleicht eine Ressource, wo man mal drauf schauen kann. Genau, und die Service Meshes haben trotz der Vielfältigkeit so ein paar typische Features, die sie eigentlich irgendwie alle implementieren. Und dazu gehören die Bereiche Routing, Resilience, Security und Observability. Und die wollen wir uns jetzt irgendwie im Einzelnen anschauen. Das heißt, wir fangen an mit dem Bereich Routing. Und da geht es jetzt darum, dass ich einen Service habe und
Vielleicht will ich da jetzt sowas machen wie ein A/B-Testing, wo ich also sage, dieser Service benutzt einen anderen Service und ich bin mir nicht ganz sicher, welche andere Version von dem anderen Service diejenige ist, die zum Beispiel mehr Umsatz generiert. Oder bei Canary Releasing, da möchte ich eben erst, wenn ich das Ding released habe, schrittweise den Traffic auf der anderen Instanz erhöhen. So, und das kann ich jetzt hier machen, indem ich diese beiden Services dahinstelle. Ich habe also zwei unterschiedliche Versionen, die ich entweder A/B testen will oder wo ich erstmal schrittweise den Traffic auf die neue Version erhöhen möchte. Und dann kann ich hier eben sagen, 90% des Traffics gehen auf die eine Service Art, also die ältere oder die Service Art B und 10% gehen auf die neue oder die Service Art B, wenn ich bei einem A/B-Test bin. Und ich kann auch so Traffic Mirroring machen. Das bedeutet, ich sage, ich habe hier ein System in Produktion, das spricht mit irgendeinem anderen Service in Produktion. Und ich nehme jetzt genau diesen Traffic und schicke den auch zu einem Service in Staging, sodass ich ausprobieren kann, ob dieser Service im Staging sich auch so verhält, wie er sich in Produktion verhalten sollte oder eben die entsprechenden Änderungen tatsächlich umgesetzt sind. Und da sind eben die Features von Service Meshes nützlich im Bereich Routing. Genau, dann gibt es noch drei andere Themen, unter anderem Resilience, wo ein Service Mesh ein paar Features mitbringt. Und zwar ist das zum ersten, das haben wir auch vorhin schon mal kurz angerissen, das Thema Timeout, ne? Also normalerweise würde man in seinem Application Code sowas reinschreiben wie, okay, wenn die erste Anfrage nicht funktioniert hat, dann oder wenn sie mehr als zum Beispiel 4 Sekunden läuft, dann starte vielleicht oder stoppe diese Anfrage und starte vielleicht neu, also probiere die Anfrage nochmal. Diese Logik kann jetzt mit einem Service Mesh aus diesem Application Code rausgezogen werden und in den Proxy getan werden. Und zwar nicht als Code, sondern einfach als Konfiguration. Und dann gibt es auch noch andere Dinge wie Circuit Breaking, das heißt, wenn ich sehe, dass ein Endpunkt, mit dem ich kommuniziere, häufig Fehler produziert, dann kann ich das Service Mesh so konfigurieren, dass es automatisch diese Endpunkte für eine Zeit lang mal aus diesem Connection Pool oder aus diesem Pool von möglichen Endpunkten rausnimmt, sodass ich natürlich weniger Fehler dann habe und der Service sich vielleicht auch erholen kann. Das heißt, jeder Proxy pflegt auch so eine Liste von Endpunkten und merkt sich auch, wie gesund diese Endpunkte aus seiner Sicht sind. Angeknüpft an das Thema Resilience ist auch das Thema Chaos Engineering. Da geht es darum, dass man kontrollierte Experimente macht mit seiner Anwendung. Das kann sehr spannend sein, weil man immer ja gewisse Annahmen hat über sein System. Also man glaubt, dass irgendwo eine Abhängigkeit besteht oder nicht besteht, dass zum Beispiel ein Service damit klarkommt, wenn ein anderer mal nicht da ist. Und diese Annahmen kann man durch Prinzipien wie Chaos Engineering kontrolliert mal auf die Probe stellen und kann dadurch Einblicke gewinnen zu seiner Anwendung. Das heißt, was ich mit dem Service Mesh tue, ist, ich injiziere Fehler in meine Kommunikation. Ich sage zum Beispiel 50% der Anfragen an diesen Service oder vielleicht sogar 100 schlagen einfach mal fehl. Und dann sehe ich, wie mein restliches System damit umgeht. Und was vielleicht noch interessanter ist als der Umgang mit Fehlern, ist der Umgang mit Verzögerungen. Das heißt, ich kann gucken, was passiert, was macht mein Service eigentlich, wenn der andere irgendwie erst in 5 Sekunden antwortet, ne? Wie pflanzt sich dieses Delay vielleicht auch fort? Und funktionieren auch meine Timeouts, die ich gesetzt habe? Genau, und all das ist auch etwas, was man machen kann, ohne den Code von seinem Microservice anzupassen. Das dritte und sehr wichtige Thema ist Security, und da wird Eberhard was zu sagen. Security ist ja ein relativ breites Thema. Das heißt, es gibt zum Beispiel das Thema mit der Authentifizierung. Da ist also die Frage, ist der Kommunikationspartner, mit dem ich spreche, tatsächlich der Kommunikationspartner, von dem ich glaube, dass ich mit ihm rede? Und zum anderen gibt es sowas wie Verschlüsselung. Also ich sorge dafür, dass die Informationen, die ich austausche, nicht abgehört werden kann. Und das kann ich jetzt beides lösen durch MTLS Encryption. TLS bedeutet, dass ich die Verbindung verschlüssel. Und durch das M habe ich eben so ein Mutual. Das heißt, es findet ein Zertifikat
über Zertifikate eine Authentifizierung statt. Das heißt, der Microservice 1 kann sicher sein, dass er mit Microservice 2 spricht und umgekehrt. Und dadurch ist eben diese Authentifizierung sichergestellt. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, naja, okay, aber die beiden Microservices reden ja jeweils mit ihrem Proxy und das tun sie unverschlüsselt. Ja, aber das findet halt lokal statt. Da ist also eine Verschlüsselung sozusagen verzichtbar. Jegliche Kommunikation nach draußen würde ja über den Proxy gehen. Da findet dann diese Verschlüsselung und diese Authentifizierung auch tatsächlich statt. Und dann gibt es zum anderen die Autorisierung. Und da ist es jetzt so, dass ihr irgendeinen Service einen anderen aufruft. Und ich kann jetzt ja sagen, ja, der Service darf das. Und dann kann ich sagen, wenn ein anderer Service kommt und der versucht, den aufzurufen, dann ist es eben so, dass der das vielleicht nicht darf. Und da kann ich das auch beschränken auf bestimmte HTTP-Methoden und bestimmte Pfade. Also ich kann sagen, du darfst nur auf Customer zugreifen und da darfst du nur ein Get machen oder du darfst nur einen Post machen auf diese auf einen bestimmten Pfad. Und dadurch kann ich eben diese Rechte entsprechend einschränken. Das heißt also, ich kann jetzt eben sagen, welcher Service welchen aufrufen soll und bin da dann entsprechend abgesichert. So, und das nächste Thema ist das Thema Observability. Hanna, was bieten Service Meshes denn da? Ja, also das ist so das Beeindruckendste, wenn man anfängt, einen Service Mesh zu installieren auf seiner Anwendung. Und zwar bekommt man ganz viel geschenkt, einfach nur, indem man irgendeine Anwendung nimmt, die natürlich aus mehreren Services logischerweise bestehen sollte, und da einfach ein Service Mesh installiert. Weil jedes Service Mesh bringt irgendeine Art von Dashboard mit sich, was Daten aufbereitet, die diese Proxys sammeln. Ich will mal kurz zwei Beispiele zeigen. Zum einen das Dashboard von Linkerd. Da sieht man, dass hier oben wird so ein Graph aufgebaut von den Services, wie sie miteinander kommunizieren. Und dann kann man noch weitere Details in anderen Ansichten sehen. Da sieht man zum Beispiel die Success Rate, die Anfragen pro Sekunde, die durchschnittliche Delay und auch aufgeschlüsselt in die verschiedenen Pfade. Also das ist jetzt nur so ein sehr kurzer Einblick, aber da sieht man schon, ohne dass die Services was davon wissen, werden sie gemonitort. Und man kann auch auf einen Blick ganz gut sehen, auch so durch Farben und so weiter, in welchem Zustand die Anwendung ist. Ich will auch noch mal das Gegenstück dazu von Istio zeigen, das heißt Kiali. Das ist ein Produkt, was eigentlich nicht von Istio entwickelt wurde, was aber damit integriert ist und was auch standardmäßig damit ausgeliefert wird. Da sieht man auch schon auf den ersten Blick, dass das sehr viel grafischer ist. Ich sehe hier meine Services und sehe durch die Kanten halt die Kommunikation übers Netzwerk, sehe auch durch die Schlösser, wo eine Verschlüsselung stattfindet. Und ich sehe auch durch so eine weißen Kreise, wo Traffic aktuell stattfindet. Hier sehe ich auch die Anfragen pro Sekunde, wenn ich auf die Kanten gehe, kann mir aber auch die Latenz zum Beispiel anzeigen lassen oder wie sich der Traffic prozentual verteilt, ne? Also wie viel Prozent an welchem Service landet, zum Beispiel wenn ich das aus der Perspektive des Ingress betrachte. Genau, und auch zum Beispiel, wie gesagt, die Antwortzeit kann ich mir auch angucken auf diesem Graphen. Es gibt da noch ein paar mehr Features, aber das ist ein Tooling, was man halt einfach so bekommt, wo man drauf schauen kann, was einem schon sehr viel sagt über die Anwendung. Genau. Es gibt als Observability Features aber nicht nur so ein Dashboard, sondern es gibt auch vorkonfigurierte Instanzen von Prometheus, Grafana und oft auch von Jaeger, also einem Tracing-Tool. Das heißt, die meisten Service-Mesh unterstützen auch Tracing, das heißt, sie können Tracing-Informationen, also wann habe ich eine Anfrage gesehen, wie schnell habe ich sie beantwortet und so weiter, können Sie automatisch an so ein Tracing-Backend schicken. Und letztendlich können Sie auch Access-Logs generieren, ne? Also alle Proxys sehen ja jeglichen Traffic und können aus diesen Daten auch Access-Logs generieren. Linkerd hat da ein alternatives Tool, was eher so zum Debugging geeignet ist, das nennt sich TAP. Das ist auch sehr interessant, weil man sich da einfach in Live-Traffic quasi einklinken kann und sich anschauen kann, was gerade passiert. Genau, so jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, warum Service Meshes toll sind und welche Features die haben. Es gibt auch einige
sagen wir mal, Herausforderungen. Das heißt, eine Sache ist die Komplexität der Konfiguration. Auf der Haben-Seite steht, ich habe jetzt die Möglichkeit, außerhalb von Microservices bestimmte Dinge überhaupt irgendwie zu erledigen, ohne dass ich da im Code irgendwas machen muss, ohne dass ich irgendwie Libraries haben muss, das ist also programmiersprachneutral. Auf der Herausforderungsseite ist dann eben das Problem, naja, das muss ich halt irgendwie konfigurieren. Und das hängt ein bisschen dann davon ab, welche konkrete Umsetzung ich nutze. Also hier ist das Beispiel mit dem Traffic Split, wo ich jetzt sage, ein Service gibt Traffic weiterer 90% zu dem einen Service, 10% zu dem anderen. Eine neue Implementierung oder A/B-Testing wäre das dort. Und das kann eben sein, dass das 10 Zeilen YAML sind, wenn man das mit Blinkerd macht, oder es sind irgendwie 30 Zeilen YAML. Das wird dann typischerweise konfiguriert mit so Custom Resource Definitions. Das sind Sachen in Kubernetes, wo ich eigene Konfigurationssprachen entwerfen kann. Und dort ist es dann eben auch so, dass man auch eine unterschiedliche Anzahl an solchen CRDs benutzt. Und das andere ist, ich habe einfach eine komplexere Umgebung. Das heißt also, wenn ich irgendwie Fehlerquellen habe, dann habe ich jetzt die Kommunikation zwischen dem Ingress und dem Microservice. Gut, das ist etwas, was ich bei Kubernetes vielleicht grundsätzlich habe. Ich habe die Kommunikation zwischen dem Microservice und dem Proxy, den Proxy untereinander, diesen Proxy und den Microservice. Dann habe ich zusätzlich die Control Plane. Ich habe Kubernetes und irgendwie die Hardware. Das heißt, ich habe jetzt einfach deutlich mehr Fehlerquellen, wo etwas schief gehen kann. Und wenn es sozusagen hart auf hart kommt, muss ich da an mehreren Stellen schauen, was denn da nun genau passiert ist. Performance ist noch ein Thema. Wenn ich also jetzt zwischen zwei Microservices kommuniziere und ich mache das mit einem Service Mesh, dann sind da zwei Proxys zwischen. Das schlägt sich in der Latenzzeit nieder. Und so als so ein da eine Daumenzahl sind diese 3 Millisekunden, die Istio dort eben von sich gegeben hat. Es sind außerdem zusätzliche CPU-Ressourcen, zusätzliche Speicherbelastung. Das hängt aber sehr stark ab von der Architektur, von der Anzahl der Anfragen und auch von der Service-Mesh-Implementierung. Das bedeutet also, ich muss da eigentlich meinen eigenen Benchmark machen. Also wenn man jetzt sagt, das sind irgendwie 3 Millisekunden, naja, wenn die Microservices kaum miteinander reden, ist das halt sehr egal. Wenn man sagt, die reden halt sehr viel miteinander, können das halt dramatische Konsequenzen haben und es hängt eben auch davon ab, wie sehr man jetzt in welchem Szenario man ist, wie wichtig also diese Latenzen tatsächlich sind. Da kommt man also um eigene Arbeit nicht drum herum. So, und jetzt kommt eben die Frage, brauche ich ein Service Mesh? Ja, brauche ich eins? Genau, ich glaube, das ist so die Frage, die sich wahrscheinlich gerade viele stellen, vor allem wenn man vielleicht auch ein neues Projekt startet oder so. Und ich würde sagen, die Frage ist, ob die Services, die man da gerade sich anschaut, ob die diese Features brauchen, ne, über die wir gesprochen haben. Also die Features rund um Routing, Resilience, Security und Observability. Und mit brauchen meine ich nicht, ob sie vielleicht prinzipiell brauchen, sondern ob sie tatsächlich ein offenes Problem sind. Ne? Also oft hat man ja auch die Dinge schon anders irgendwie für sich gelöst und ist vielleicht auch zufrieden damit. Wenn man allerdings Probleme identifiziert, also oder wenn man sieht, da ist Bedarf, dann hat man eigentlich aus unserer Sicht die Wahl nur zwischen Bibliotheken. Also man kann viele dieser Dinge auch durch Bibliotheken lösen oder durch andere weitere Tools, die vielleicht auch im Cluster laufen, also beim Thema Security zum Beispiel. Oder halt die Alternative dazu ist, sie über ein Service Mesh zu lösen. Also, aber wenn man diese Probleme hat, muss man sie halt irgendwie lösen. Und das ist so die Frage, die man sich stellen muss, was einem vielleicht auch lieber ist. Das hängt vielleicht auch davon ab, wie viele Programmiersprachen man einsetzt, ne? Also, wenn man nur sowieso überall die gleiche Programmiersprache hat, ist vielleicht eine Library auch zu verkraften. Aber wenn man fünf verschiedene oder vielleicht auch nur drei verschiedene Sprachen hat, dann muss man halt für jede Sprache diese Features mit einer anderen Library abbilden. Die Frage, die ich aber eigentlich spannender finde und die man vielleicht davor auch noch mal stellen kann, ist, ob man vermeiden kann, dass man diese Features überhaupt braucht. Und das ist vielleicht keine besonders naheliegende Frage, weil man ja aus irgendeinem Grund diese Funktion braucht, aber vielleicht kann man auch bei der Wahl der Architektur anfangen und dadurch schon beeinflussen, wie viel
Bedarf an diesen Features es gibt. Also zum Beispiel gibt es ja nicht nur synchrone Integrationen von Services, sondern es gibt auch die Möglichkeit, asynchrone Kommunikation zu wählen, wo man viele Features, zum Beispiel rund um Resilience oder Routing, gar nicht braucht. Und wo man sich halt auch diese ganzen Herausforderungen und Diskussionen vielleicht auch spart. Und letztendlich gibt es ja auch noch Systeme, die keine Microservice-Systeme sind. Also sowas wie ein Deployment-Monolith, der vielleicht so total gut modularisiert ist, aber einfach also beim Deployment als ein Prozess läuft. Und ich denke, dass diese Frage auch für viele wahrscheinlich auch lohnenswert ist, sich das nochmal zu überlegen. Wie gesagt, gerade wenn man ein Projekt anfängt. Und da sind wir auch schon beim Fazit. Da ist die Frage, wie ich jetzt das Thema Service Mesh tatsächlich angehe. Und die erste Sache ist die, die Hanna jetzt gerade eben gesagt hat. Also ist das Problem vielleicht irgendwo anders? Ist es so, dass ich eine stark synchrone Architektur habe, eine Architektur, wo eben sehr viele Systeme sehr stark miteinander zusammenarbeiten? Dann habe ich sowieso eine Reihe an Herausforderungen. Ich habe halt sehr viel Netzwerkverkehr. Das wird dafür sorgen, dass das System langsam ist, weil es eben andauernd auf Netzwerkkommunikation wartet und wahrscheinlich auch unzuverlässig, weil es eben im Netzwerk andauernd miteinander kommuniziert und das Netzwerk kann eben ausfallen, dann habe ich halt ein Problem. Das heißt also, man kann im Rahmen von diesem Service Mesh Thema sich nochmal die Frage stellen, will ich vielleicht die Architektur ändern, brauche ich dann überhaupt ein Service Mesh? Dann ist halt die Frage, welche Features brauche ich eigentlich? Wir haben jetzt gesehen, Routing, Resilience, Security und Observability sind Themen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass sowas wie eine Authentifizierung und eine Verschlüsselung der Kommunikation möglich ist. Das ist ja nicht unbedingt etwas, was notwendig ist. Wenn ich sage, mein Rechenzentrum ist sowieso abgesichert und ich will mich halt gegen diesen Angriff nicht absichern, dann brauche ich nicht unbedingt das Security-Feature. Und dann muss ich deswegen nicht unbedingt gleich sagen, dass ich keine Service Meshes mehr benutze, aber ich kann zum Beispiel den Feature-Umfang reduzieren. Also Istio beispielsweise lässt sich eben so installieren, dass dort nur die Features tatsächlich auch aktiv sind, die man wirklich braucht. Dann kann man da eben sparen. Alternativen wären zum Beispiel Libraries. Und da ist, also wenn wir zum Beispiel über die Latenzzeit sprechen, es ist ja nicht so, dass das einfach wegfällt, die Sachen, die halt der Service Mesh implementiert, sondern die würde ich dann wahrscheinlich in einer Library implementieren, wenn ich sie denn nun benötige. Das heißt also, man muss eigentlich die Frage stellen, ist diese Alternative vielleicht besser, ist die performanter oder ist sie vielleicht ausreichend, weil ich sowieso nur Java-Systeme habe und wenig davon profitiere, dass die Service Meshes mir dann mehr Unabhängigkeit bringen. So, und dann sind eben die Herausforderungen dort. Also ich habe eben Konfiguration, Latenz, zusätzliche Komplexität und das ist eben dort an der Stelle der Trade-off. Da muss ich eben schauen, ob ich damit tatsächlich leben kann. Wen das interessiert, es gibt zahlreiche weitere Quellen. Hanna sprach schon über ServiceMesh.es, da gibt es einen weiteren Überblick über die verschiedenen Service Meshes. Hanna hat auch einen sehr schönen Blogbeitrag geschrieben darüber, wie man eben auch ohne Service Mesh glücklich werden kann. Es gibt die Tutorials zu Linkerd und Istio. Das sind Hands-on-Sachen, wo man einfach sich mal sozusagen die Finger schmutzig machen kann und schauen kann, wie die Sachen so funktionieren. Es gibt Beispielanwendungen, die auch relativ leicht zu installieren sind und mit denen man halt ein bisschen rumspielen kann. Wir hatten auch das Vergnügen, beim Goto Book Club zu sein mit diesem Thema und haben dort, ich glaube, eine halbe Stunde über das Thema Service Meshes gesprochen, dabei auf Englisch. Und es gibt den Service Mesh Primer. Das ist ein Büchlein, was alles, was so über Service Meshes relevant ist, diskutiert und das man sich kostenlos herunterladen kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier sind noch die Kontaktdaten, falls es weitere Fragen gibt. Und ich hoffe, dass die Präsentation interessant war und euch irgendwie weitergebracht hat. Vielen Dank. Genau, vielen Dank.